Abend an die lieben Freundinnen und Freunde der Familienforschung aus dem In- und aus dem Ausland. Ich begrüße euch ganz herzlich im Namen des Rolands zu Dortmund. Ganz besonders begrüße ich aber heute unseren Referenten Gisbert Stroth-Drees. Er wird unseren heutigen Roland-Vortragsabend gestalten mit seinem Thema Hof und Familiennamen in Westfalen. Und da bin ich ganz gespannt, was er uns zu berichten hat. Und wir haben ganz viele Zuhörer, die ganz gespannt lauschen. Hallo Gisbert, du kannst gerne anfangen. Okay, ja, vielen Dank erstmal, Frau Sigges, vielen Dank für die Einladung. Und das hatte ich ja auch noch nie, Roland zu Dortmund eingeladen zu werden und da zu sprechen und dann auch noch digital. Ich hoffe, man kann mich verstehen, denn hier zieht gerade ein richtig dickes Tiefdruckgebiet über Münster. Das soll ja angeblich die Hauptstadt des Regens sein, aber es regnet, glaube ich, woanders auch. Also der Regen klatscht hier ziemlich ans Fenster neben mir, aber ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Es geht ja im Moment alles super. Okay, wunderbar, sehr schön. Ja, Hof- und Familienname in Westfalen. Man könnte ja denken, das ist ein Thema, das ist so ein Randthema für eine kleine Gruppe von Leuten, die ein sehr exotisches Interesse hat und einem exotischen Interesse nachgehen. Dem ist nicht so und damit will ich dann auch gleich anfangen. Und jetzt streikt er hier schon mit der Weitergabe. Wieso macht er das denn jetzt nicht? Ah, da ist es schon. Genau. Ich will also beginnen kurz mit der Relevanz des Themas. Aber vielleicht vorab noch wichtig, der Vortrag wird etwa 45 bis 55 Minuten dauern. Vielleicht gibt es auch schon ein paar Fragen im Chat. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die in den Chat rein. Vielleicht kann ich die schon während des Vortrages sehen und auch beantworten. Ansonsten kümmern wir uns dann im Anschluss. Wir machen nach meinem Vortrag eine kleine Pause treffen uns dann wieder oder bleiben in diesem Raum, wie auch immer. Nach einer kleinen Pause ist dann sicher noch Zeit für eine Fragerunde. Und anschließend, habe ich gerade gelernt, gibt es ja auch noch ein virtuelles Café, wo man sich dann treffen kann. Ich weiß nur nicht, ob es digital was zu trinken gibt aus Dortmund. Aber gut, auch das klären wir dann noch, wie auch immer. Also, da können wir dann noch weitere Fragen beantworten, nach Hof- und Familiennamen, vielleicht auch noch Hinweise auf Literatur klären, wie auch immer. Das schieben wir sozusagen in den zweiten Teil. Aber jetzt zu unserem Thema und zur Relevanz des Themas zuallererst. Nur ganz kurz, wie findet man sowas raus, ob ein Thema relevant ist oder nicht? Das ist ja für uns Journalisten durchaus eine Frage, die man stellen kann. Und die allermeisten, die sich für Familiennamen interessieren, die fangen erstmal an zu googeln an. Das macht man heute so. Und man geht nicht mehr in die Bibliothek, sondern wirft den Rechner an und googelt und landet mit Sicherheit unter einem der ersten drei Treffer bei dem Wikipedia-Eintrag zum Thema Familiennamen. Und wenn Sie ganz nach unten, Sie sind vermutlich alle schon mal irgendwann bei Wikipedia gewesen, und wenn Sie ganz nach unten auf diese Seite gehen, steht unten dieses kleine Wörtchen Abrufstatistik. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen mal gesehen hat. Also Wikipedia ist ja nicht einfach nur eine Textmaschine, wo Sie Texte nachsehen können. Sie können ja zum Beispiel auch hier oben nachsehen, wer es geschrieben hat und so. Ich will Sie damit nicht langweilen. Interessant ist die Abrufstatistik. Da können Sie tagesaktuell sehen, immer vom Vortag, wie viele Leute haben diesen Begriff eigentlich aufgerufen. Und das ist interessant. Ich hoffe, dass das jetzt mal wieder funktioniert. Wieso klappt das jetzt nicht? Entschuldigung, das schneiden Sie gleich raus. Hier sehen Sie mal die Statistik. Ich habe das mal seit... Sie sehen das hier oben. Kann man den Cursor sehen, wenn ich mit dem Cursor rumgehe? Okay. Ja. Sie sehen hier oben den Zeitraum, Juli 2015 bis April 2023, also ganz aktuell, wirft er mir monatlich aus. Wie viele Menschen haben das Wort, den Wikipedia-Eintrag, Familienname aufgerufen? Ob sie ihn gelesen haben, ist eine andere Frage. Und ob sie ihn verstanden haben, wieder eine andere Frage. Aber nur die Frage, wie viele haben sich dafür interessiert? Und Sie sehen hier ziemlich genau, das ist eine logarithmische Tabelle, das bewegt sich mal ganz grob zwischen 10.000 und 20.000. Hat hier mal eine Spitze, ging dann wieder runter und ist dann auch irgendwo, ich sehe, das fällt jetzt nicht hier, ist jetzt irgendwo wieder bei 10.000 Einträgen gelandet. Das sind dann 10.000 Abrufe pro Monat. Richtig? Ja, monatlich, genau. Pro Monat also 10.000 Menschen, die nur den Namen, Familiennamen abrufen. Und weil das so interessant ist, habe ich mir gedacht, gebe ich auch noch mal ein, wie viele rufen das Stichwort Hofname
über Wikipedia ab. Und das sehen Sie schon, sind schon deutlich weniger, erheblich weniger. Wie gesagt, es ist eine logarithmische Tafel. Das machen jetzt mal ganz grob über den Daumen zwischen, das bewegt sich zwischen 50 und 100 ungefähr im Monat. Ist auch noch viel. Jeden Tag gibt es einen Menschen, der Wikipedia oder sogar zwei, der Wikipedia befragt, was ist eigentlich ein Hofname, der darüber mehr machen will. Und als drittes, das liegt sozusagen im Mittelfeld, zwischen 1.000 und 2.000 Abrufen pro Monat die Frage, was sind Flurnamen? Also das sind ja die Namen, die einzelne Landschaftsteile in Westfalen haben und die eine große Rolle bei den westfälischen Hofnamen spielen. Ich komme da gleich noch zu. Also Flurnamen, das Interesse nur an dem Wissen über den Lexikon-Eintrag bewegt sich zwischen 1.000 und 2.000 im Monat. Das ist eine große Zahl, vor allem wenn Sie jetzt nach oben gehen, nochmal zu den Familiennamen. Das ist einfach ein relevantes Thema. Es ist ein spannendes Thema, es bewegt viele, jung und alt, Familienforschung. Wer mit der Familienforschung einsteigt, und das muss ich Ihnen als Mitglieder der Genealogie zu Dortmund nicht sagen, stößt irgendwann auf die Frage, was bedeuten diese Namen? Und jetzt muss ich Sie noch ein kleines bisschen, ach so, hier habe ich nochmal die Statistik, da halten wir uns jetzt nicht auf. Ein kleines bisschen, aber erschrecken Sie nicht, ganz kurz gehen wir in die Theorie, in die Linguistik der Namen sozusagen. Namen sind ja nicht einfach nur Schall und Rauch, wie ein bekanntes Stichwort sagt, sondern Namen haben immer eine Aussage. Und die Sprachwissenschaft unterscheidet, erschrecken Sie nicht, ich halte die jetzt nicht auf mit langen Theorien, aber ein bisschen hingucken müssen wir eben doch. Die Sprachwissenschaft unterscheidet zwischen Gattungsnamen oder sogenannte Appellative. Wissenschaftler mögen es gern lateinisch, Appellative. Gattungsnamen beschreiben Angehörige einer Gattung oder den Oberbegriff. Frau, Mann, Haus, Fluss, Hof, Feld und so weiter und so fort. Oberbegriffe. Auch das sind Namen. Das ist wichtig zu wissen. Aber was wir meinen als Namen, das sind die sogenannten Eigennamen oder auch wissenschaftlich die Propria genannt. Die bezeichnen Einzelwesen, ein Individuum, eine einzelne Person, ein besonderes Projekt, Objekt oder einen einmaligen Ort. Also Eva Schulte, Anton Westerath, das Zwei-Löwen-Haus ist auch ein Name, Engelapotheke. Mal als Beispiel. Die Ems, Brüngelmannshof oder eben auch der Flurname, ich habe das hier mal gegenübergestellt, Fluss Ems, Hof ist Gattungsname und der Brüngelmannshof, das ist ein ganz bestimmter Name. Das Feld ist das Feld ganz allgemein, aber wenn das Feld des Bauern hinterm Drei-Scheffel-End heißt, dann weiß man schon, was da vielleicht mal angebaut worden ist. Aber dazu vielleicht später mehr. Das sind eben sozusagen die Flurnamen. Auch sie zählen zu den zur großen Familie der Eigennamen. Das ist jetzt getrennt. Ich habe hier aber bewusst keine Linie gemacht. Es sind zwei verschiedene Felder, aber die überschneiden sich durchaus. Das zeigt Ihnen das Wörtchen Brink. Auch dazu komme ich gleich nochmal, weil es immer wieder auch in westfälischen Hofnamen auftaucht, ist ein altes Wort sozusagen für eine eher unfruchtbare, wenig fruchtbare Landschaft am Rand eines Siedlungsortes, der Brink. Das ist ein Gattungsname, der Brink. Den Gattungsnamen kennt nur heute kaum noch jemand. Das Wort selber ist nahezu verschwunden. Es taucht aber in den Flurnamen auf und es taucht auch in den Familiennamen auf. Brinkmann, Brinkert, Brinkstätte und so weiter. Deswegen empfinden wir das als Eigenname, es ist aber durchaus auch ein Gattungsname. Also die Grenzen verschwinden da hier. Wie gesagt, ich will mich jetzt hier nicht mit Definitionen verzetteln. Bei Personennamen, um darauf noch hinzuweisen, ist die Unterscheidung klarer. Die haben eben keine lexikalische Bedeutung. Wer Müller heißt, der ist noch kein Müller oder ist kein Müller mehr oder seine Vorfahren waren vielleicht Müller, aber er selber nicht mehr. Wer Müller heißt, hat nichts mit dem Appellativ Müller zu tun. Das sind zwei Welten. Aber da wird es eben interessant. Wie hängt das zusammen? Kann man das eine aus dem anderen erklären? Deswegen gucken wir uns das auch mal genauer
an. Ja, dann gibt es noch das berühmte deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm. Und da finden wir unter dem Eintrag Name, das ist ja heute unser Oberthema, Name. Unter Name versteht man im Allgemeinen, dass einem lebenden Wesen oder einem Dinge zur Unterscheidung von anderen zukommende Wort. Namen dienen im Wesentlichen der Unterscheidung. Wer gehört zu mir? Wer gehört zu den anderen? Was gehört mir? Was gehört zu den anderen? Und so weiter. Namen dienen der Unterscheidung, der Trennung. Eigennamen in dem Fall. Eigennamen. Aber auch Gattungsnamen. Der Stuhl ist kein Tisch, der Hof ist kein Feld. Auch das sind Unterscheidungen. Namen dienen also der Unterscheidung. Und das Wörterbuch der Grimms zitiert dann auch noch so schön Friedrich Schiller. Wer allein ist, hat keinen Namen nötig. Denn es ist keiner da, mit dem er verwechselt werden könnte. Typisch Schiller, klare Worte, man weiß, worum es geht. Wer allein ist, hat keinen Namen nötig, denn es ist keiner da, mit dem er verwechselt werden könnte. Der Name ist also, und das zum Schluss dieses kleinen theoretischen Exkurses, ist also ein soziales Zeichen, ein Zeichen des Lebens der anderen, des Lebens mit anderen in einer Gesellschaft. Und das heißt dann auch in der Konsequenz, wie sich Menschen und Gesellschaften wandeln, so unterliegen auch Namen dem Wandel, den sprachlich-linguistischen Veränderungen, Brink, Brink, aber eben auch dem historischen Wandel. Namen speichern den geschichtlichen Wandel einer Familie, eines Ortes, einer Region. Und in diesem Wandel haben sie besondere Formen ausgeprägt, die höchst individuell sind. Für eine Person, für eine Familie, aber auch für eine Region, eben für Westfalen. Und damit bin ich beim Thema. Namen und hier vor allem Hof- und Familiennamen gehören eben nicht nur zur Signatur einer Landschaft, einer Region, nicht nur zur Signatur einer Person, einer Familie, sondern auch zur Signatur einer Landschaft, einer Region. Ja, jetzt die Frage als nächstes, wie kommt man eigentlich zum Namen? Jede Person hat einen Vor- und einen Familiennamen. Das ist, naja, das ist schon sehr lange so. Arminius, der Varus besiegt hat, hatte noch keinen Nachnamen, aber er hatte eben einen Vornamen, Arminius. Und gut 1000 Jahre später war das immer noch so. Die Corvoyer Heberrolle aus dem 11. Jahrhundert verzeichnet die vom Kloster abhängigen Höfe und nennt deren Bauern durchgängig bei ihrem Vornamen. Die haben nur einen Vornamen, keinen Nachnamen. Alvard, Bobo, Didis, Dioso und so weiter. Erst seit dem ausgehenden Mittelalter entstehen hierzulande Familiennamen. Zunächst in den Städten, später dann auf dem Land. Also die Familiennamen sind eher urbanen Ursprungs, wo Menschen dichter zusammenwohnen, besteht viel schneller die Notwendigkeit, sich zu unterscheiden vom anderen. Das ist, wie gesagt, ein wesentliches Kennzeichen von Namen, unterscheiden. Und das ist der Grund, warum das eher in Städten als auf dem Land geschieht. Ja, heute ist es gang und gäbe. Jede Person hat einen Vor- und einen Familiennamen. Über den Vornamen entscheiden in der Regel die Eltern. Sie wählen den Vornamen aus einer großen Menge an möglichen Vornamen aus und vergeben ihn individuell. Eine Person wird individuell identifiziert. Der Vorname wird gewählt. Der wird nicht bestimmt von außen, in der Regel jedenfalls. Wir reden jetzt sozusagen von der großen Linie, nicht von den Ausnahmen. Der Vorname wird in der Regel erworben durch die Entscheidung der Eltern. So wie ich, mein Vorname Giesbert ist eine Entscheidung meiner Eltern gewesen. Es ist sozusagen eine individuelle Entscheidung zweier Personen in diesem Fall von innen gewesen. Persönliche Vorlieben, Traditionen der Eltern spielen eine Rolle. Wenn der Onkel oder der Erbhof, der Erbbauer immer Heinrich hieß, dann wird der erbende Sohn auch Heinrich genannt. Und so weiter und so fort. Also die Vergabe ist, wenn Sie wollen, alt. Ganz anders die Familiennamen. Wird nicht eine Person identifiziert, sondern in der Regel der Verband, der Familie, der Sozialverband, also mehrere Personen. Der Familienname ist vorgegeben. Er ist historisch entstanden. Darauf kommen wir gleich. Der Familienname jedenfalls ist vorgegeben. Wenn Sie in eine Familie
hineingeboren werden, übernehmen sie in der Regel auch den tradierten Familiennamen. Oder wenn sie heiraten, in der Regel auch, dazu kommen wir aber gleich noch. Er wird also erworben durch Geburt, Adoption oder Eheschließung. Adoption, muss ich Ihnen nicht sagen, ist auch erstaunlich häufig, auch gerade in der ländlichen Gesellschaft Westfalens, auf die wir uns dann ja auch heute noch konzentrieren werden. Und ganz wichtig, Familiennamen sind in der Regel entstanden durch eine soziale Entscheidung von außen. Wie auch immer, durch die Nachbarn. Also die sind in der Regel nicht selbst entstanden, sondern sind vergeben worden durch Nachbarn, durch die Grundherren, durch städtische Bezirke, wie auch immer. Wie auch immer sozusagen von außen jemand eine Entscheidung treffen musste. Dazu kommen wir gleich. Als nächstes will ich Ihnen die 5 entscheidenden Gründe erklären, wie Familiennamen gebildet werden. Also die Sprachwissenschaft hat das sehr intensiv untersucht und ist eigentlich immer wieder auf die 5 Muster gekommen, die sozusagen nicht nur im westfälischen Raum, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum, von dem wir heute reden, also Mitteleuropa, deutschsprachiger Raum im weitesten Sinne, kennt 5 Muster der Familiennamenbildung. Das ist in anderen Ländern, ich sag mal, vermutlich anders. Bei einigen Ländern weiß ich es, aber bei uns sind es eben 5. Die erste ist, ja, man beginnt mit den Vornamen und sagt zum Beispiel Henrichs, Johannsmann, Everding, Klaas, Klaus, da hören wir noch den Klaus heraus, oder Otto Meier. Die sind also nach einem Vornamen gebildet, in der Regel meistens nach einem männlichen Vornamen, und das ist der des Vaters. Also wenn jemand zum Beispiel Gerd mit Vornamen heißt und der Vater hieß Henrich, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er in den Urkunden auch auftaucht als Gerd Henrich. Und dessen Sohn heißt dann vielleicht Jan, und dann Gerd Henrich sozusagen als Nachname. So oder so ähnlich werden Nachnamen gebildet. Die Silbe ing, um das schon mal vorwegzunehmen, signalisiert sozusagen den Bezug zu einer Familie, deren Stammvater Ewert heißt. Also eigentlich bedeutet diese Silbe so viel wie die Leute des Ewert oder die Angehörigen des Ewert. Aber nicht nur die Angehörigen, sondern durchaus auch der Hofesverband, zu dem ja nicht nur die engsten Blutsverwandten gehörten, sondern konnten durchaus auch die Hofesangehörigen, die Knechte, die Mägde, die Kötter im Mittelalter so bezeichnet werden. Familiennamen sind in der Regel Hofnamen. Zu der Unterscheidung komme ich gleich noch. Aber wir bleiben zunächst bei den 5 Wegen zum Familiennamen. Den Vornamen habe ich hier gerade schon formuliert. Es gibt hier ein Beispiel, das ich Ihnen hier noch eingeblendet habe, wo Sie sehen können, bei manchen Namen kann man nicht erkennen, dass eigentlich ein Vorname sozusagen die Wurzel des Hof- oder Familiennamens ist. Aber wenn man in die Vergangenheit rückwärts geht, und das ist der wichtigste Tipp für mich an die Familienforscher, wenn Sie Namen deuten, gehen Sie immer von der Gegenwart stufenweise rückwärts. Ansonsten erleben Sie viele blaue Wunder oder holen sich vielleicht sogar blaue Flecken, was die Deutung angeht. Sie sehen es hier. Ich habe jetzt hier, ich muss das mal eben ausblenden. Sie sehen es hier, wenn Sie rückwärts gehen, in der Chronologie der Namensnennung. Wenn der Peukmann 1752 Peikmann hieß, dann ist das in der Regel kein Schreibfehler. Kann es sein, aber in der Regel ist das kein Schreibfehler, sondern signalisiert eher eine leicht veränderte Aussprache des Namens. Notieren Sie alle diese Abweichungen, die Sie nicht voreilig als Fehler deuten sollen, sondern notieren Sie sie einfach. Und dann merken Sie sehr schnell, wenn Sie weiter zurückgehen, dieselbe Hofstelle heißt 1717 nicht Peikmann, sondern Peupinghaus, nicht Mann, sondern Haus. Und weiter rückwärts Peipinghaus, Peupinghaus, Puppinghaus, und 1386 finden Sie dann die älteste Erwähnung, das ist ein Beispiel aus der Literatur, Peupinghusen, Peupinghusen, also das ist das Haus des
Poppo und seiner Leute. Poppo ist der Eigenname, ein sehr alter, ich glaube noch auf sächsische Zeit zurückgehender Eigenname. Und der Ink, habe ich Ihnen eben gesagt, diese Silbe Ink, bezeichnet eigentlich immer seine Leute, seine Angehörigen. Also die Angehörigen eines Poppo oder auch die Nachfahren eines Poppo und dann dazu das Haus. So entstehen Namen und so wandeln sich Namen. Ich habe nachher noch zwei andere Beispiele, die Ihnen zeigen sollen, was da auch sprachlich passiert. Jetzt ist die Maus wieder verschwunden. So. Also, wir waren beim Vornamen. Man benennt andere auch nach der Herkunft. Jemand, der aus Münster nach Dortmund zieht und Jan heißt, der heißt vielleicht im Mittelalter Jan van Münster. Sie wissen alle oder Sie haben vielleicht alle schon mal irgendwann gehört, es gab sozusagen im Mittelalter eine große Wanderungsbewegung aus Westfalen nach Schleswig-Holstein, eine Siedlungsbewegung, die sogenannte mittelalterliche Siedlungsbewegung. Und da sind dann viele nach ihrer Herkunft benannt worden, nämlich nach Westphal oder Westfalen. Die kamen aus Westfalen und die hießen dann oben Jan Westphal, Katharina Westphal, Lisbeth Westphal und so weiter. Und deswegen ist der Name Westphal als Familienname, als Hof und vor allem in diesem Fall als Familienname in Westfalen kaum zu finden. Aber je weiter Sie nach Nordosten Deutschlands sozusagen wandern, umso häufiger finden Sie da den Namen Westphal. Nur so ist das zu erklären mit der Wanderungsbewegung. Das ist nur ein Beispiel, es gibt noch etliche andere. Der dritte Weg zum Familiennamen ist, jemand hat einen Beruf, eine Aufgabe. Wenn Sie ins Telefonbuch gucken und das auswerten, dann finden Sie diese Familiennamen, die heute am meisten in Deutschland verbreitet sind. Und sie zeigt sozusagen nicht nur die Namen, sondern sie zeigt eben auch nebenbei, wenn Sie so wollen, welche Berufe einmal besonders wichtig waren. An allererster Stelle, weit, weit abgestiegen vor allen anderen, steht der Müller. Dann kommt der Schmied, der Schneider, der Fischer, der Weber und so weiter. Ich muss Ihnen die Namen nicht vorlesen. Sie sehen aber hier, Sie können sozusagen an den Namen eine Abstufung der menschlichen Grundbedürfnisse im Mittelalter und der frühen Neuzeit nachlesen. Hier geht es um Ernährung, hier geht es vielleicht auch um die Schmiede von Plügen oder von Eggen und anderen Werkzeugen, die man braucht. Vielleicht auch die Schmiede von Waffen. Schneider hat mit Bekleidung zu tun. Fischer ist auch wieder Stichwort Ernährung. Weber, da geht es um Textilien, Kleidung. Der Meier ist dann sozusagen der erste, der in Richtung Landwirtschaft zeigt, kommen da gleich noch zu. Wagner ist der Wagenmacher, der Stellmacher und so weiter und so fort. Und der Bäcker natürlich, der schreibt sich hier mit E, geht aber sprachlich mit Sicherheit auf den Beruf zurück, dem wir unser Brot verdanken. Ich habe mal ein paar Berufe und Ämter mitgebracht aus Westfalen. Typische westfälische Namen, zunächst auf der linken Seite Berufe. Schäfer oder Schalper, das ist die niederdeutsche Fassung des Schäfers, unseres hochdeutschen Schäfers oder Schafmeister, ist ein typischer, weit verbreiteter Name hier in der Region. Also der Schäfer ist der Schafhalter oder derjenige, der die Schafe beaufsichtigt. Der Schafmeister ist uns auch. Er müsste eigentlich auch in die rechte Spalte, denn das ist ein gewisses Amt in einem Dorf gewesen. Der Schafmeister ist derjenige, der von den Dorfgenossen beauftragt worden ist, deren Schafe zu hüten und zu beaufsichtigen. Also das ist schon ein gewisses Amt, eine gewisse berufliche Aufgabe. Pöttger, Pottbäcker ist unschwer zu erkennen. Dahinter verbirgt sich unser hochdeutscher Töpfer. Und der Rademacher, den hatten wir eben schon, das ist der Wagner, aber in Westfalen eben nicht unbedingt Wagner genannt, sondern Rademacher, Reker oder Redeker. Also die Namen schleifen im Rademacher, verschleift sich zu Redeker und Redeker verschleift sich wieder zu Reker durch häufigen Gebrauch. Den Assauer, darf man den Namen in Dortmund nennen? Doch, darf man, ne? War mal, glaube ich, ein bekannter Fußballmanager. Assauer, oder wie hieß er? Einer muss es mir gleich sagen. Ich blamiere mich jetzt wieder mit Fußballfragen. Also Assauer, Assmacher oder Asser, das ist der Achsenmacher, der Achsenbauer. Das ist derjenige, der sozusagen die Achse auf
Sie müssen immer vom Niederdeutschen ausgehen, irgendwas mit der Achse baut und hantiert. Ja, und der Bödecker oder Küper ist der Fassmacher. Den erkennen Sie rechts auch am Fattmann. Das ist der Mann, der das Fatt, also das niederdeutsche Fass, binden kann. Das Fass wurde ja, wenn Sie sich an vielleicht den letzten Museumsbesuch im Freilichtmuseum erinnern, das Fass wurde ja gebunden durch Holz, gebogene und bearbeitete Holzbretter, die man sozusagen mit Metallrahmen, mit Metallschienen sozusagen zusammengebunden hat. Und deswegen nannte man sie eben auch den Bänder oder Bünder oder im Siegerland sehr häufig Büdenbänder. Die Frau des Bundespräsidenten heißt Büdenbänder. Der Name stammt daher. Das waren jetzt sozusagen handwerkliche Berufe, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Ämtern. Droste und Schulte sind ja mehr oder weniger Verwaltungsämter im ländlichen Westfalen. Pröpsting ist, ja, das da habe ich ein bisschen überlegt, ob ich den hier reinnehme, weil es eigentlich kein Amt ist oder vielleicht doch. Das ist der Mann, der sozusagen dem Propst oder vielleicht der Hof, der dem Propst eines Bistums oder eines Dekanates sozusagen zu Abgaben verpflichtet war. Also insofern kein Amt, sondern Abgabe verpflichtet gegenüber dem Propst. Und das Wörtchen Propst ist ja auch ein Amt sozusagen. Ist aber, bezieht sich nicht auf, unbedingt auf denjenigen, der Pröpsting heißt. Okay, der Richter oder Burrichter, das erklärt sich auch von selbst, das ist der Dorfrichter, wenn Sie so wollen, ein durchaus in Westfalen rotierendes Amt. Das waren ja keine Juristen, zumindest nicht in der frühen Neuzeit, sondern waren in der Regel ja erfahrene Männer. Von Frauen wüsste ich nicht, dass Frauen dieses Amt wahrgenommen haben im Land, und die haben dieses Amt für 7 oder 10 Jahre wahrgenommen und haben sozusagen als Richter fungiert, vielleicht auch mit 2, 3 anderen Mitrichtern, wie auch immer. Der Vogt auch, ist so ähnlich wie der Droste oder der Schulte, so eine Art Verwaltungsposition, ich will das nicht weiter ausführen. Ja, der Köster, das ist der Kirchenküster. Kiemann habe ich auch lange überlegt, ob ich den mit aufnehme. Ich habe es einfach mal getan, obwohl nicht immer klar ist, ob der Thiemann sich selber, ob der Name auf ein Amt zurückzuführen ist oder ob auf eine geografische Gegebenheit. Damit komme ich gleich schon zum nächsten Punkt. Aber auf jeden Fall spielt der Tee eine Rolle. Und der Tee ist nicht irgendein Teich oder irgendwie sowas, sondern das ist die Gerichtsstätte eines Dorfes. Der Tee. Tee ist sozusagen ein öffentlicher Ort im Dorf, öffentlich vielleicht nur für einige Tage im Jahr oder 2-mal im Jahr, wurde der Tee eingerichtet, wo die Landbevölkerung, in der Regel die männliche männlichen Haushaltsvorstände oder Knechte, zusammenkamen und Gericht hielten über ihre Nachbarn, weil sie irgendwelche Äpfel geklaut haben oder zu wenig Textil abgegeben haben, wie auch immer. Also meistens geht es um Kleinigkeiten, aber manchmal ging es auch richtig zur Sache. Am Tee, dahinter steckt das hochdeutsche Wort Zeihen oder Verzeihen. Zeihen im Sinne von auch, ja, dahinter steckt das wirklich die uralte Bedeutung des Urteilens und Verurteilens, das Zeihen. Jemanden eines Vergehens zeihen, das ist eine sehr altertümliche Formulierung, die man vielleicht bei Goethe, Schiller oder Älteren noch liest. Auf Niederdeutsch eben der Tee, das Zeihen, der Tee. Der Bäumer ist auch ein Amt. Der Bäumer ist nicht der Mann, der im Wald wohnt, zwischen lauter Bäumen, sondern der Bäumer ist der Mann, der die Stadtbefestigung oder die Dorfbefestigung sozusagen bewacht und den Schlagbaum, daher der Bäumer, den Schlagbaum bewacht, bearbeitet oder in irgendeiner Form hüten muss, in Ordnung bringen muss. Genauso wie der Baumhüter. Greve ist auch wieder eine Art Verwaltungsposten. Es ist nicht nur der Graf, also keine falschen Schlüsse ziehen. Wenn jemand Greve heißt, dann waren die Vorfahren nicht unbedingt Grafen. Ich würde sogar sagen, in der großen Mehrzahl sicher nicht, vor allem dann nicht, wenn sie auch noch Holzgreve heißen. Denn der Holzgreve war meistens ein Bauer, vielleicht auch sogar ein kleinerer Bauer, der für die Zuteilung der Waldnutzung
unter den Dorfgenossen zuständig war, der Holtgreve. Ähnliches übrigens der Hagemeister, das war kein Meister in unserem heutigen modernen Sinne eines Handwerksmeisters, sondern er war der Mester sozusagen, der auch da der Verwaltungsmann, der darauf aufpasste, dass der Hagen, so eine Art Wald, Sondernutzung, ich will das nur ganz kurz formulieren, sozusagen ordentlich genutzt und in Stand gehalten wurde. Also all das. Sie merken, wenn wir uns die Familiennamen angucken, gucken wir sozusagen in die ländliche Gesellschaft der frühen Neuzeit. Sozusagen, zumindest bei den Familien- und Hofnamen in Westfalen, die alle in der Zeit, ja, ich sag mal ganz grob, zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert entstanden sind. Das ist die ganz grobe Schätzung. Nach den Berufen und Ämtern kommt jetzt noch der Weg zum Familiennamen, benannt nach der Wohn- oder nach der Hofstätte. Auch da habe ich Ihnen, wo ist das denn jetzt? Wieso geht das jetzt nicht weiter? Da ist es. Nach der Wohn- oder Hofstätte. Wir gehen mal in der oberen Zeile durch. Also überhaupt der Hof selber spielt eine Rolle. Der Osthof, der Dahlhof, der lag im Dahl. Die Hovesaat. Die Saat ist eine Beschreibung für eine bestimmte Ackerbaufläche, die mit einer bestimmten Menge Getreide beackert wurde. Die Saat, also das meint nicht ganz konkret das Säen einer Fläche, sondern meint das Ausbringen einer ganz bestimmten Fläche von Getreide auf der Saat. Der Hofmeier, Niehus, Sie hören überall, also bei den ersten vier Wörtern ist der Hof zu erkennen. Bei Niehus ist das Haus, der Hausbesitzer zu kennen. Und wenn Sie Plattdeutsch, Niederdeutsch kennen, dann wissen Sie, es geht um ein neues Haus. Der Mann muss irgendwann mal, seine Vorfahren, ein neues Haus gebaut haben und sich dadurch von den anderen unterschieden haben. Stichwort nochmal, Namen werden vergeben, um zu unterscheiden. Das ist der wichtigste Grund. Um zu unterscheiden. Kommt also jemand in einem Dorf neu an, kann es der Niemann sein. Baut er ein neues Haus, kann das zur Namensgebung Niehus führen. Und sein Sohn oder seine Tochter, die in dem Haus groß werden, die heißen dann eben Maria oder Lisbeth Niehus. Van Niehus vielleicht oder Ton Niehus. All diese Präpositionen sind natürlich auch immer noch denkbar, die dann aber irgendwann unterwegs verschwinden. Holtstede ist genau dasselbe, das ist auch relativ einfach. Die Stede ist die Stätte, die heutige ist die Hofstätte. Das sagt nichts über Groß und Klein eines Hofes aus, sondern es ist einfach ein anderes Wort. Das ist die Hofstätte und irgendwie scheint Wald in der Nähe gewesen zu sein. Und Wald ist in Westfalen immer Holt. Also wenn Holt irgendwo auftaucht, den Begriff Wald kennt der gemeine Westfale vor 1800 nicht im Niederdeutschen, sondern wenn der gemeine Westfale um 1800 in den Wald geht, um Holz zu schlagen, dann kreite in Holt. Es geht immer ins Holt, nicht in den Wald. Hier sehen Sie in der zweiten Reihe den Flurnamen Kamp, der immer wieder auftaucht. In der dritten den Flurnamen Brink, den ich Ihnen eben genannt habe, in Kombination entweder mit Haus, mit Mann, mit Hagen, also nochmal dieses Waldstück. Brinkert scheint eine Veränderung des Namens zu sein, also da könnte man genauso vielleicht auch sagen Brinkmann. Oder der Brinkschulte ist der Schulte am Brink. Allerdings ist immer die Frage, ob das sozusagen eine verbunden war mit der Aufgabe des Schulten, Schulte zu Müssing oder was weiß ich, die im Mittelalter entstanden ist, oder ob das eher vielleicht auch eine abfällige Bezeichnung gewesen sein könnte, ursprünglich mal. Beckmann, Beckhove, Schonebeck, Beckhaus, ist in Westfalen sehr häufig diese Silbe als Bestandteil eines Familiennamens. Das ist ja Bach, die Birke auf Niederdeutsch. Also Sie müssen immer vom Niederdeutschen ausgehen. Genauso wie der Diek, da ist niemand dick, wie man hier bei nie dick vielleicht denken könnte, sondern es geht um einen Teich. Das ist immer, fast immer, der Hinweis auf einen Teich. Irgendein Teich in der Nähe. Der Niedig zum Beispiel, gibt es einen Hof bei Hasewinkel. Da sind künstliche Fischteiche des Klosters Marienfeld angelegt worden. Sehr große Fischteiche, zum Teil gibt es die heute noch zu besichtigen. Und der Hof am Rand dieser Teiche ist auch
neu angelegt worden von den Mönchen im 15., 16. Jahrhundert und deswegen niedig. Eschmann, Eschhaus und das niederdeutsche Eschor, Esching verweist auch wieder auf den Esch, eine besondere Form der Landschaftsnutzung. Ich sehe, wir haben schon 10 vor 8. Muss man ein bisschen hier durchgehen. Ja, nach körperlichen Merkmalen oder Charaktereigenschaften, die sogenannten Übernamen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist ein sehr weites Feld. Ich will Ihnen aber ein paar Beispiele aus Westfalen hier auch aufführen, damit Sie sich einen gewissen Eindruck verschaffen können, was damit gemeint sein könnte. Also als erstes natürlich Namen wie Jung, Groß, Stark oder Kluge. Im Hochdeutschen springt einem sofort die Bedeutung an, die man sich durchaus konkret vorstellen kann als Grund einer Namensgebung. Also war jemand jung und sein Nachbar alt, dann bekam der eine vielleicht den Beinamen Jung. Der eine groß, der andere klein, wie auch immer. Die Gründe der Namensbenennung und die eigentlichen, wie soll ich sagen, Benennungsereignisse, will ich es mal sagen, kennen wir ja nicht. Wir können ja nur vermuten, wie es entstanden ist. Aber hier zum Beispiel Schmaljohann, es scheint sich da ursprünglich um eine recht schmale körperliche Person gehandelt zu haben. Oder ein Wittkopf, wenn Sie vom Niederdeutschen ausgehen, der weiße Kopf, den Namen hätte ich mir jetzt verdient. Während ein Voss in der Regel jemand war, der rote Haare hatte. Die roten Haare oder die möhrenfarbige Fell des Fuchses wurde da sozusagen transportiert auf eine Person, die rote Haare hatte oder vielleicht auch, die als besonders listig galt. Und da merken Sie schon, da betritt man sehr unsicheres Gelände, was die Namensdeutung angeht. Wenn jemand Stagge heißt, ist das vielleicht ein Hinweis auf eine dünne Stange. Der Knob ist eigentlich der Knauf, das hören wir, die sprachliche Verwandtschaft hören wir noch raus. Hier könnte es sich um eine rundlich korpulente Person gehandelt haben, die sich diesen Namen dann verdient hat, während eine straff aufgerichtete Person, Stack oder Stackmann oder Stracke oder so, benannt wurde. Scholle ist Schütze, breiter Pfosten, könnte eine Person gewesen sein, die plump und schwerfällig war. Aber wie gesagt, das ist sehr vorsichtig alles und das muss man überhaupt bei der Namensdeutung immer wieder betonen. Man kann da nur vorsichtig vorangehen bei der Deutung. Aber Wrede zum Beispiel ist ein sehr schönes, altes, niederdeutsches Wort und findet man auch häufig im Flurnamen Wrede, eine grimmige Person. Struve auch. Ist ein altes niederdeutsches Wort für streng. Und Lüning gibt es auch relativ häufig. Das ist das niederdeutsche Wort für Spatz. Warum aber jemand Lüning genannt wurde? Hat er sich so verhalten wie ein Spatz? Hat er viele Spatzen auf dem Hof gehabt? Haben es die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass der Mann irgendwas gemacht hat oder nicht? Oder die Frau? Also die Gründe der Unterscheidung wissen wir nicht. Die können wir nur ahnen. Moment. Ich habe Ihnen nochmal hier ein Beispiel mitgebracht über das Alter der Hofnamen und auch über die Art und Weise, wie sich aus einem Hof- und Familiennamen, wie sie sich wandelt. Also wir können vielleicht auch gerne hier nochmal rückwärts gehen. Das ist ja dann immer der Weg, den ich Ihnen empfehle. 1721 finden wir also in den entsprechenden Abgabelisten und so weiter. Sie kennen die Quellen alle, die man da auftun kann. Ein Ebbemeier, 1693 Ebbingmeier, hier wieder Ebbingmeier. Hier findet man sehr interessant in Westfalen. Wir haben, wenn heute über Gender diskutiert wird, kann man als Familienforscher ja eigentlich nur drüber schmunzeln. Denn das haben die Westfalen im 17. und 18. Jahrhundert ganz konsequent durchgezogen. Die Frau hieß die bekam die Silbe Sche ans Ende. Die Meiersche ist immer die Frau. Die Meiersche ist immer die Frau. Es gibt noch ein paar andere Regeln, aber diese nur nebenbei gesagt. Ebbingmeier, hier plötzlich Ebbinghusen, aber es ist dieselbe Hofstelle. Hier heißt er nicht Ebbing, sondern Ebbe Meiger, ist eine andere Schreibweise. Hier heißt jemand, der ist genannt Ebbinghusen. Auf das genannt komme ich gleich noch. Und hier Ebbingenhusen. Interessant ist, über mehr als 500 Jahre lässt sich
dieser Hof und damit den Namen und die Familie identifizieren. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Der Hof lässt sich identifizieren, nicht die Familie. Über die Übergabe des Hofnamens an die Familie müssen wir nochmal separat reden. Aber wir reden jetzt hier über den Hofnamen. Es geht nur um den Hofnamen. Der Hofname bleibt um den Namen der Siedlungsstätte, der Hofstätte. Wir reden hier nicht über Familienzusammenhänge. Das ist sozusagen, das müssen Sie separat voneinander trennen. Dazu kommen wir gleich. Ja, ich habe hier noch ein paar Besonderheiten aus Westfalen mitgebracht. Angesichts der Zeit will ich hier ein bisschen kürzer treten. Eine Besonderheit haben wir eben schon gehört. Achso, dieses Buch, muss ich dazu sagen, ist 1931 herausgegeben als landwirtschaftliches Adressbuch. Ich weiß nicht, wie weit das in diesem Kreis der Zuhörer und Zuhörerinnen bekannt ist. Landwirtschaftliches Adressbuch der Domänen, Rittergüter, Güter und Höfe in der Provinz Westfalen. Und es enthält sämtliche Domänen, Rittergüter, Güter und Höfe von ca. 20 Hektar aufwärts. Das ist das Nachschlagewerk für alle, die sich irgendwann mit Hofgeschichte, Agrargeschichte, Landwirtschaftsgeschichte befassen. Ich sehe schon einige fleißig mitschreiben, das können Sie gerne tun. Sie können das auch googeln. Ich kann nachher nochmal einen Link in die Runde setzen. Dieses Buch ist von 1931. Es ist eines der teuersten Original, eines der teuersten lieferbaren Bücher sozusagen zur Hof- und Familiengeschichte. Also das wurde teilweise für bis zu 2.000, 3.000 Euro gehandelt. Und mir hat das nicht so gefallen, dass das Buch so teuer war und konnte unseren Verlag dazu bewegen, einen Reprint für 60 Euro herauszugeben. Das können Sie also im Reprint kaufen. Und die Neuauflage hat nicht nur die Provinz Westfalen, sondern noch eine viel größere Rarität sozusagen im Anhang auf 120 Seiten, dieses Adressbuch umfasst hier die Provinz Westfalen, aber es gab ja auch noch Lippe. Und für Lippe ist 1921 so ein Adressbuch herausgekommen, das finden Sie da im Anhang dieses Nachdrucks. Finden Sie auf der Internetseite des Landwirtschaftsverlages oder wenn Sie es googeln und meinen Namen dazu setzen, müssten Sie eigentlich den Print finden. Vielleicht kriegen wir auch nachher noch irgendwo den Link eingeblendet, wie auch immer. Geh mal weiter. So sieht meine Stopp. So sieht das mal aus. Da können Sie mal sehen, wie die Seite aussieht. Sie haben also hier den Namen des Ortes in dieser Spalte, den Namen des Besitzers, Pächters, Verwalters und dann spannend Einheitswert, Größe in Hektar, Viehstand, Rindvieh, Schweine, Schafe und auch noch so Besonderheiten wie hatten die ein Telefon? 1931 war das keine Selbstverständlichkeit. Oder hatten die, finde ich es jetzt gerade mal schnell hier, hatten die einen Traktor? Also wenn jemand einen Traktor hatte, war das hier vermerkt. Finde ich jetzt so schnell nicht hier auf dieser Seite. Deswegen habe ich es auch nicht. Hier hat zum Beispiel einer Mastolte, das ist typisch für die Gegend, eine Geflügelfarm mit Brutanlage. Sehr interessante Informationen, die da drin sind. Aber vielleicht vorher wollte ich Ihnen das noch zeigen. Lütke und Große. Es gibt ja so ein paar Besonderheiten Westfalens. Dazu zählen die Namen Lütke Dartmann und Große Dartmann. Lütke Dahldrup und Große Dahldrup. Oder Lütke, statt Lütke auch Kleine Dahldrup. Es handelt sich um sogenannte Hofteilungen, die in der Regel im Mittelalter, meistens so zwischen 10., 11. und 15. Jahrhundert stattgefunden haben. Aus unterschiedlichen Gründen gab es einen Hof, der hieß Dahldrup. Und durchgängig ist der Ausgangshof der große Dahldrup. Das ist der sozusagen der große Bruder, der ältere, das ist immer der ältere Hof, der große Dahldrup. Und der kleine ist sozusagen keine Absplitterung, der ist nicht kleiner, sondern klein heißt hier jünger. In der Regel sind die bei der Teilung entstandenen beiden Höfe gleich groß. In der Regel. Nicht immer, aber in der Regel. Meistens. Gleich groß. Es wurde tatsächlich halbe-halbe gemacht. Der ältere Hof bekam den Namen Große, der jüngere Hof bekam den Namen Kleine. Es gibt auch manchmal Dreiteilungen. Keine Ahnung, hat sich der Bischof mit dem Domkapitel und das Domkapitel mit dem Kloster gestritten. Und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir
nicht halbe halbe, sondern wir teilen durch drei. Große Fahrweg, mittelste Fahrweg und Lütke Fahrweg gibt es in Albersloh. Mal als Beispiel. Gibt es vermutlich in Dortmund auch. Ich habe da jetzt nicht extra gesucht, aber das große Wichtrup, Mittelwichtrup und Lütke Wichtrup. Das Mittel heißt nicht mittlere Lage, sondern ist einfach sozusagen eines der drei Teile. Es gibt sogar den Familienforscher Jörg Wunschhofer, der hat sogar einmal eine Fünfteilung eines Hofes aufgegriffen, kann die nachweisen. Diese Namen heißen auch in den Urkunden häufig Major und Minor. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass der eine tatsächlich größer als der andere ist, aber Major ist der, Sie müssen sich das als Geschwister vorstellen. Der große Bruder kann durchaus kleiner sein und trotzdem große heißen. Ja? So, in dem Sinne. Finden Sie relativ häufig im Münsterland, aber durchaus auch in anderen Regionen, auch in der Ruhr, in der Hellwig-Region, Ruhrgebiet. Ich habe Ihnen mal hier die Beispiele genannt und halten sich nicht an der Schreibweise des Jahres 1931 auf. Mal ist große Brummel zusammengeschrieben, mal ist es ein Bindestrich, hier wieder zusammengeschrieben, mal ist es auch getrennt. Wo haben wir es hier? Oder große Vollmer wieder zusammen. Manchmal fehlt der Bindestrich und trotzdem gibt es ein Lütke und ein Große. Also die Schreibweise, die heutige Schreibweise oder die Schreibweise des 18. und 19. Jahrhunderts sollte sie nie zu großen Deutungen verleiten, zumindest nicht an erster Stelle. Das ist kein Fehler, sondern hat in der Regel seinen Ursprung. Und sei es nur den Ursprung, dass man nicht genau weiß, schreibe ich jetzt große Cuttöfer mit Bindestrich oder ohne. So, jetzt gehen wir hier nochmal weiter. Wenn wir hier auf der Liste gucken, dann sehen wir hier zum Beispiel, Moment, ich klicke nochmal weiter. Oh, das. Wir finden hier zum Beispiel, da haben wir zum Beispiel auch einen Konrad Heinrich Steinlage, genannt Steinlage. Das ist die nächste Besonderheit Westfalens, die sogenannten Genannt-Höfe. Hagemeyer genannt Höcker, Frenz genannt Kohlmann, Hemken-Tokrax genannt Lüning. Das sind typisch westfälische, bei Hemken-Tokrax sogar typisch ostwestfälische Namen. Woher stammen diese Genannthöfe? Ich habe Ihnen eben schon sehr deutlich betont, dass Sie unterscheiden müssen zwischen Hofnamen und Familiennamen. Und genau das ist der Konflikt, der sich in diesem Genannt widerspiegelt. Es sind zwei Benennungsprinzipien. Jahrhundertelang war es auf dem Land üblich, dass die Bauernfamilien nach der Hofstätte benannt worden sind. Die heißen nach der Hofstätte. Wer auf dem Hof wohnt, trug den Namen des Hofes und keinen anderen. Erbte ein Sohn den Hof, gab er, wenn er heiratete, den Hof und damit auch indirekt den Familiennamen an seine Frau und seine gemeinsamen Kinder weiter. Erbte eine Tochter den Hof, was nicht selten vorkam, galt dasselbe, exakt dasselbe. Wir müssen uns trennen von unseren heutigen Vorstellungen des sozusagen bürgerlichen Gesetzbuches, das auf die Preußen zurückgeht. Es galt exakt dasselbe. Wer erbte, übergab den Namen des Hofes, nicht der Familie, den Namen des Hofes an seine Nachfahren. Und damit auch, oder umgekehrt, er übergab den Hof und damit auch den Hofnamen. Egal ob Mann oder Frau. Und der Mann, der auf den Hof einheiratete, ich mache das mal mit Anführungsstrichen, seine Frau erbte den Hof und sie heirateten, er nahm völlig selbstverständlich den Hofnamen an. Das ist kein Zeichen von Emanzipation, das ist kein Zeichen von Unterwerfung, das ist kein Zeichen von irgendwas. Das war damals bis ins 18. Jahrhundert Standard. Das war sozusagen die Regel. Der Hofname, wir reden jetzt von Bauernnamen und von kleineren landwirtschaftlichen Städten sozusagen. Der Hofname war, oder der Hausname, wenn Sie so wollen, war entscheidend. Diese Regel hatte in Zeiten ohne Pass und ohne Meldebehörden einen klaren Vorteil.
Und Sie kennen alle die Rechnungsbücher, die Steuerlisten aus den Klöstern und so weiter. Die Bewohner und Besitzer eines Hofes blieben stets eindeutig zuzuordnen, selbst bei kompliziertesten Erbfolgen. Ich weiß, vor welchem Publikum ich rede, und ich weiß, dass Sie wissen, was so auf diesen Höfen alles passieren konnte, an hochkomplexen Erbfolgen. Aber die Leute hießen immer gleich. Die hatten immer den Namen des Hofes, auch wenn durch Wechsel, Heiraten und früher Tod der Frau, Neuheirat des Mannes, erneuter Tod der Frau und so weiter, die Blutsverwandtschaft längst verschwunden war, trugen sie immer noch den gleichen Namen. Umgekehrt heißt das, wenn wir von einem Namen eines Hofes ins Mittelalter zurückgehen, sind die Personen, die wir da aktenkundig machen können, nicht unbedingt blutsverwandt. Es ist nicht nach unserem heutigen modernen Begriff der Familie. Diese Regel, wie gesagt, hatte eben den großen Vorteil, die waren immer zu identifizieren. Die Grundherren, die Klöster, Adligen und so weiter führten über jeden eigenbehörigen Bauern genauestens Buch, aber eben über die Hofstätte. Es ist immer die Hofstätte eingetragen und vielleicht tauchen dann natürlich da auch die Vornamen auf, die dann irgendwann, und der Name des Hofes wird irgendwann auch der Familienname. Aber im Kern ist eigentlich immer die Hofstätte namensgebend. Und die Hofstätte ist sozusagen die Quelle der Abgaben, nicht die eigentliche Familie. Es wird erst kompliziert, als die Preußen in Westfalen auftreten und ihr preußisches Familiennamensrecht aus dem preußischen allgemeinen Landrecht sozusagen durchsetzen wollen. Das preußische Familiennamensrecht war von bürgerlichen Wertvorstellungen des 18. Jahrhunderts geprägt. Vor allem von der Vorrangstellung eines männlichen Familienoberhauptes. Diese Vorstellung ist der frühen Neuzeit im ländlichen Westfalen eher fremd. Der Familienvater als Hausvorstand wurde zum Dreh- und Angelpunkt auch des preußischen Namensrechts. Und das unabhängig davon, ob er nun Haus- und Hoferbe war oder ob er eingeheiratet war. Also nochmal, das preußische Namensrecht bezog sich auf eine Person, auf ein Individuum, auf den Haushaltsvorstand, während das alte Hofnamensrecht Westfalens auf die Wohnstätte, auf Haus und Hof ausgerichtet war. Und Sie können sich vorstellen, diese alten Traditionen, Jahrhunderte alt, die werden nicht so einfach aufgegeben. Die Bevölkerung hielt also an den alten Namensgewohnheiten fest und das sorgte für Konflikte, die der erste preußische Oberpräsident von Westfalen, Ludwig von Vincke, per Verordnung zu regeln suchte. Also es sei nachrichtlich zu bemerken, welche Namen die gegenwärtigen Familienväter im gemeinen Leben oder nach eigenen Angaben führen und so weiter und so fort. Ach so, und dann legt er ausdrücklich fest, wenn jemand durch Heirat oder Erbschaft erblicher Besitzer eines anderen Hofes wird und jemand ist immer der Mann, den er meint, so ist dem Tauf- und Geschlechtsnamen der Hofesnamen stets nachzusetzen. Zum Beispiel Friedrich Wilhelm Hobeling, genannt Osterhoff. Dieses Beispiel nennt der Oberpräsident 1828. Friedrich Wilhelm Hobeling ist der preußische, sozusagen individuelle Name dieser Person. Und er heiratet jetzt eine Hoferbin, die heißt Osterhoff. Und dann zieht er auf den Hof und alle im Dorf nennen diesen Mann nicht Hobeling. Die wissen vielleicht gar nicht, dass der Hobeling heißt, sondern sie nennen ihn Osterhoff, weil er auf der Hofstätte Osterhoff wohnt, arbeitet, lebt mit der Frau, Kinder zeugt und so weiter. Deswegen, und das war die Formulierung, das war so eine Art Kompromiss, die der preußische Oberpräsident vorgeschlagen hat. Dann machen wir es doch so, Friedrich Wilhelm Hobeling, genannt Osterhoff. So sind beide Seiten zufrieden. Wir, die Preußen in Berlin, die preußische Landesverwaltung in Münster und die Dorfbewohner. Das hat dummerweise aber nicht funktioniert. Und deswegen gibt es immer dieses Durcheinander von bis in die 30er, 40er, 50er Jahre. Und wie gesagt, Hagemeyer, genannt Höcker, das ist sozusagen sein, wenn Sie so wollen, der Name in seinem Personalausweis oder im Standesamt steht, 1931. Aber Höcker ist der Name der Hofstätte, auf der er wohnt, auf der er lebt und die er sozusagen. Entweder hat er sich selber eingeheiratet oder er hat den Hof irgendwie anders geerbt, wie auch immer. Die Menschen benennen ihn nach dem Hof. Oder vielleicht haben Vorfahren von ihm auch Höcker geheißen und
die Leute im Dorf sagen, ach, Höker-Szene. Also der Name Höker ist sozusagen viel für den mündlichen Tagesgebrauch viel gewichtiger als dieser Standesamtsname auf Papier, den kaum jemand kennt. Ich heiße gebürtig Gisbert Hohmeier, genannt Rotres. Bei uns war es genauso. Der Hof, ich bin selber auf einem Hof groß geworden, der hieß halt im 17. Jahrhundert Strohdres, Res zum Strohdres. Und irgendwann im 19. Jahrhundert hat eben eine Bauerstochter den kleinen Kotten, der damals war, geerbt. Und die hat einen kleineren Bauern aus dem Nachbarort geheiratet, der hieß Hohmeier. Und so hieß die Familie bis in die 1970er Jahre Hohmeier, genannt Strohdres. Im Dorf oder in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin, kannte man uns nur unter Strohdres. In der Schule, im Personalausweis, stand bei mir immer Hohmeier. Ich hatte zwei Namen. Bei meinen Geschwistern war es auch so. Und mein Vater hieß immer Strohdres, der hat immer stumpf mit Strohdres unterschrieben. Der hieß aber offiziell auch Hohmeier, aber der hat immer mit Strohdres unterschrieben. Seine beiden Brüder hießen Hohmeier, das waren die weichenden Erben des Hofes, die haben immer mit Hohmeier unterschrieben. Also sehr kuriose Geschichte, könnte ich weiter ausführen, ich will sie nicht weiter verwirren. Gibt es also bis heute. In Kaufbüchern, in Kirchenbüchern für die praktischen Familiengenealogen sorgt das natürlich auch immer wieder für Verwirrung. Bei Taufeinträgen müssen Sie davon ausgehen, dass der Kaplan nicht unbedingt weiß, dass der Hagemeyer gar nicht Hagemeyer, dass der Höker nicht Höker heißt, sondern Hagemeyer. Es kann sein, dass in Kirchenbüchern mal der eine Name eingetragen ist und mal der andere. Ich kann Ihnen Beispiel aus meiner eigenen Familie gleich noch nennen im Anschluss an den Club. Also Familien, Kirchen, Stammbücher sind auch da nicht immer unbedingt verlässlich. Das Ganze ist eine sehr bewegliche, wir haben es mit Sprache zu tun, wir haben es mit Menschen zu tun, wir haben es sozusagen mit einer beweglichen Materie zu tun, die nicht nach festen Regeln funktioniert, wie zum Beispiel ein Schachspiel. So ist es nicht. Es ist sozusagen ein sprachliches Auf und Ab, ein ständiger Wandel, ein ständiger neuer Impuls bis ins 20. Jahrhundert hinein. Ja, wie gesagt, die Preußen haben also versucht, das einzuführen. Sie haben es auch weitgehend durchgedrückt, aber es gab immer wieder dieses Hin und Her. Das ist eine westfälische Besonderheit, genauso wie große und kleine. Eine weitere westfälische Besonderheit, und das will ich jetzt, bis zur Zeit haben wir, glaube ich, noch, oder? Gucken wir gerade hier. Ich hoffe, Sie können noch folgen, sonst müssen Sie ganz laut hier die Hände heben und protestieren. Ich kann nicht mehr. Aber ein paar Sachen habe ich noch vorbereitet für Sie. Das eine ist eine besondere Spezialität. Zum einen die Familiennamen, die Flurnamen in Hof- und Familiennamen. Das ist besonders für Westfalen, das sehen Sie hier, das sind Karten des deutschen Familiennamen-Atlas. Die Links schicke ich Ihnen gleich im Anschluss oder finden Sie auch auf der Homepage unserer Seite. Deutscher Familiennamen-Atlas, wie ist das entstanden? Man hat in den 1990er und 2000er Jahren sämtliche digitalen Telefonanschlüsse in Deutschland ausgewertet nach den Nachnamen. Das ist der Kern dieser Bilder, die sozusagen eine reale Verteilung der Telefonanschlüsse um das Jahr 2000 anzeigen. Heute könnte man das schon gar nicht mehr machen. Viele Hausanschlüsse, viele Personen haben gar keinen Festnetzanschluss mehr, sondern nur noch Handynummern, da könnte man so eine Datei zumindest nicht mehr so messerscharf machen wie im Jahr 1994 sind die damit angefangen, bis 2000 haben die es ausgewertet. Genau, da finden Sie also hier sehr deutlich verbreitet Flurnamen, die im Anhang Kamp oder Kemper heißen, also der Mann, der auf dem Kamp wohnt. Und dann noch das Holt in Verbindung mit Holt. Also Wald und Kamp ist sozusagen verbindet. Oder Sie sehen hier in der rechten Spalte die verschiedenen Typen verteilt, die immer auch mit dem Flurnamen Kamp zu tun haben. Kamp sozusagen das offene Feld, der meist verbreitete Flurname in Westfalen, Kamp als Flurname für die freie, unbebaute, offene Fläche ursprünglich. Aber in Westfalen verstand man eher darunter das umzäunte Siedlungsgelände in Viehpferch oder den umzäunten Acker. Es gibt noch andere Deutungen, aber ich will das hier jetzt ein bisschen abkürzen. Noch eine
Karte, die ich hier mal eingefügt habe, aus Anlass der Krönung von Prinz Charles. England ist England, aber Westfalen ist England. Nur in Westfalen, deutschlandweit, nur in Westfalen haben wir diese extrem hohe Dichte an Familiennamen, die mit der Silbe ing enden. Deswegen, das ist jetzt mal eine sprachliche Besonderheit, aber zeigt auch eine Verbindung, übrigens besonders deutlich zum einen im westlichen Münsterland, wer je mit dem Auto durch Frieden, Borken oder Bocholt gefahren ist, den springt es an. Die Namen enden alle mit ing. Und auch hier Raum, was ist das, Hannover, irgendwie die Ecke oder irgendwas Ostwestfalen, das ist Lübeck, Minden die Ecke, entlang der Weser, in diesem Weserraum, wie das zusammenhängt, ob es Zusammenhänge gibt, weiß ich nicht. Es scheint sich um eine Sprachmode aus dem 15., 16. Jahrhundert zu handeln. Ing, ich habe es eben gesagt, ist sozusagen eine Silbe, die eine Zugehörigkeit signalisiert. Die Leute des Lubbert hießen Lubbertinge. Die hießen alle so. Die waren nicht unbedingt verwandt, blutsverwandt miteinander, sondern die gehörten irgendwie zum Hofesverband. Und dann hießen die Lubbertinge. Oder, um die Karte mal aufzudröseln, besonders häufig ist Kersting, dann kommt Benning, Nolting und Berning. Das sind alles Vornamen. Kersting entstanden aus Christian, Benning, in Benning steckt der Vorname Benno, Nolting ist der Vorname Nolte, Arnold und Berning, Bernhard. Die Kurzform von Bernhard. Nur für Sie als Eindruck zur Verteilung. Auch noch ganz interessant, Himmelsrichtung in Flurnamen. Auch sehr spannend. Gibt es auch nur in Westfalen. Namen, die mit West anfangen und Namen, die mit Ost anfangen, konzentrieren sich in diesem Gebiet, das alte Westfalen, das oben bis nach Papenburg reicht, vor 1800, auch hier in Teilen des Moselraums und dann hier im bayerischen Raum. Aber vor allem, Sie sehen es hier, je größer die Kreise, umso höher ist die Verteilung. Und hier in Verbindung mit Hof und Dorf haben wir das nur in Westfalen. Also Sie können, wenn jemand Westendorf, Westhof, Osthof, Westendorf, Ostendorf heißt, eine Kiste Sekt drauf wetten, dass die Vorfahren irgendwo in Westfalen zu suchen sind. Wenn Sie jetzt fragen, warum das so ist, da kann man natürlich nochmal einsteigen in Linguistik und vielleicht auch in Sprachphilosophie und warum diese Insel in Bayern entstanden ist oder diese hier. Ich empfehle Ihnen, wenn es Sie interessiert, ein Blick in den deutschen Familiennamenatlas. Zum Abschluss nochmal, und genau, zum Abschluss, ja, wir haben es noch ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Zum Abschluss nochmal die aller wichtigste Regel für Sie als Familienforscher. Die Warnung vor voreiligen Interpretationen und Hineindeutungen. Also viele, die Familienforschung betreiben, wollen natürlich gerne erfahren, was ihr Name ursprünglich bedeutet hat und wo er herkommt. Heißt jemand Flasspöhler, ist es nicht besonders schwer. Das hat irgendwas mit Flachs und dem Pol oder Pfuhl, also einem größeren Wasserteich, zu tun. Heißt jemand Hülshoff, ist es auch nicht so ganz schwer. Der Hoff ist erkennbar und Hüls lässt sich durch das Nachschlagen in einem mittelniederdeutschen Wörterbuch sehr schnell deuten als die Pflanze, die wir heute Ilex nennen, die Stechpalme. Hülshoff, in Westfalen sehr weit verbreitet. Aber wie gesagt, Vorsicht. Es gibt bei Gadderbaum, bei Bielefeld, deswegen habe ich Ihnen hier mal diese alte Karte gezeigt, einen Hofnamen, der heißt Habichtshöhe. Und wenn Sie mal in die Vergangenheit zurücktauchen, dann sehen Sie, wie ich Ihnen das eben schon mal gezeigt habe, wie sich dieser Name verändert. Der Habicht ist verschwunden und die Höhe ist auch verschwunden. Habichtshöhe, Hadewich, hat vielleicht was mit Weg zu tun. Hadewich, Hartewich, Hartwich und hier Hartewig. Es scheint sich um eine Spätform eines sächsischen Eigennamens zu handeln. Wieg könnte auch
andeuten einen Siedlungskern, eine Siedlungslandschaft. Ja. Und worauf ich Sie auch hinweisen möchte, Hartwig ist auch ein weiblicher Personenname. Aus der Habichtshöhe rückwärts, wo man denken könnte, Habichte kreisen da sozusagen in den Höhen des Osnings, des Teutoburger Waldes, ist dann sozusagen diese Erklärung geworden und es taucht plötzlich ein weiblicher Personenname auf. Vermutlich, wenn es sich bei Wieg nicht um die Siedlung handelt. Es gibt verschiedene Deutungen. Also meine dringende Warnung, seien Sie vorsichtig. Bei allzu eiligen Deutungen, die Habichtshöhe hat nichts mit dem Habicht zu tun. Und jetzt noch hier ein anderes Beispiel aus meiner Heimat. Hier gibt es, finde ich es jetzt, also ich stamme gebürtig aus Hasewinkel, irgendwo, keine Ahnung, hier stand dieser Kotten oder da, glaube ich. Sie sehen hier die Abtei Marienfeld, die sehr viele Höfe besessen hat, unter anderem hier auch, ich glaube, dass es dieses hier ist, einen sogenannten Richterhof. Der hieß in den alten Quellen immer Richterhof, aber als ich dort, und der Hof heißt bis heute so, der heißt Meyer-Uweresch. Und wenn Sie von Hasewinkel aus dem Ortskern aus über die Straße, die von Münster nach Gütersloh führt, heute führt, dann sehen Sie eine Eschfläche. Und man könnte auf den Gedanken kommen, ach ja, von der Kirche aus zum Hof, das ist Overn-Esch, also Overesch. Liegt auf der Hand, oder? Die Erklärung ist nun eine ganz andere und Sie ahnen es vermutlich. Ich hoffe, dass das jetzt klappt hier. Da ist er. Overesch oder Richterhof. Overesch Vulgo, also volkstümlich genannt Richter, oder Meier zu Hasewinkel wurde er genannt. Meier als großer Hof in dem Fall. Overesch, Overest. Hier taucht der Name plötzlich auf als Schulte Overest. Noch weiter zurück, da hieß er Schulte zur Averest. Noch weiter zurück, und es sind immer nur 30, 40 Jahre dazwischen, Schulte zur Överst, zur Overste. Skulte Tor Ovesse, Tor Oves, und die älteste Name, um es kurz zu machen, oder hier taucht er auch als Oversmann auf, also der ist der Schulte verschwunden. Hier taucht die Hofstätte auf als Urves. Das ist sozusagen der Kern des Ganzen, der geblieben ist, ist das, dieser Laut, Urf. Der ist geblieben. Der Rest ist irgendwie verschliffen, verwandelt, verschwunden. Das stammt aus dem Beispiel des Familienforschers Anton Schulte, der das in den 1970er Jahren erforscht hat. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Deswegen hat Schulte herausgefunden, dass der nichts mit einem Esch zu tun hat, sondern er hat im Mittelhochdeutschen oder im Althochdeutschen sogar die Erklärung gefunden, dass das so viel bedeutet wie ein überdachtes oder ein Haus mit größerem Dach oder mit einer Vorhalle. Wie auch immer, das lassen wir jetzt mal offen, aber der Anton Schulte hat geschrieben, wenn man nach einem möglichst eindrücklichen Beispiel dafür sucht, dass bei Namendeutung Vorsicht als die beste Weisheit zu gelten hat, hier ist es. Sie können nicht vorsichtig genug sein bei Namensdeutung. Man kann immer nur spekulieren, man kann gucken in eine bestimmte Richtung. Lässt sich das sozusagen abgleichen mit anderen Quellen? Gibt es vielleicht, wenn es um Landschaften geht, Hinweise aus früheren Landschaftskarten oder aus anderen Beschreibungen, wie auch immer? Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr und komme jetzt zum Schluss. Versuch das mal zusammenzufassen. Flur- und Familiennamen und Rufnamen gehören zur individuellen Signatur einer Landschaft und seiner Höfe, seiner Familien. Richtig gelesen, mit Vorsicht zusammengetragen und gedeutet, haben sie eine Aussagekraft, deren Wert man kaum überschätzen kann. Es sind sozusagen Vokabeln oder Sprachreste aus der Vergangenheit, die uns da überkommen. Aber wie gesagt, Vorsicht. Sie erlauben, richtig gedeutet, einen ungewohnten Blick auf die Geschichte der Familien, der Hof- und Wohnstätten, vor allem auch auf die Geschichte der Landschaft und deren Wahrnehmung. Das bezieht sich vor allem auf die Flurnamen.
Kurzum, vor allem Flurnamen und über diesen Umweg auch die Hof- und Familiennamen sind Sprachzeugnisse aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, um es nochmal grob zusammenzufassen. Es sind Sprachzeugnisse einer ansonsten stummen Bevölkerungsmehrheit, von der wir ansonsten noch weniger wüssten als jetzt schon. Also eine Bevölkerungsmehrheit, die des Schreibens und Lesens in der Regel nicht kundig war. Wir haben hier einen tiefen Einblick, wenn wir die Namenslandschaften richtig interpretieren, tiefen Einblick auch in die Deutung, in die Sprachwelt und auch in die Wahrnehmung der Landschaften und der Familien. Auch in diesem Sinne und gerade in diesem Sinne sind Namen, Flurnamen wie Hof- und Familiennamen alles andere als Schall und Rauch. Namen sind Schall und Rauch. Wir kennen diese Formel alle. Das muss ich mir jetzt sozusagen als Historiker und Germanist zum Schluss noch erlauben. Diese Formel, Namen sind Schall und Rauch, ist keine Redensart, sondern es ist ein Zitat. Das Zitat, und was für eins? Das Zitat stammt von keinem Geringeren als Goethe, tatsächlich. Und es findet sich im Faust 1, in der wohl berühmtesten Szene im Faust, die auch alle kennen wegen der Gretchenfrage. Sie kennen es, Faust will das junge Gretchen verführen zu einer Liebesnacht und sie zuckt ein bisschen zurück und stellt ihm die Gretchenfrage, sag mir, wie hältst du es mit der Religion? Und der Faust, den Teufel im Nacken, rümmelt und rüsselt ein bisschen, druckst ein bisschen herum und hält einen großen Monolog über das Göttliche. Einen ganz großen Monolog. Und dann sagt er nicht, Namen sind Schall und Rauch, sondern er sagt, sein Name ist Schall und Rauch. Das bezieht sich auf das Göttliche. Das bezieht sich gar nicht auf unseren Namen. Und dieser Satz lässt sich vielschichtig deuten. Er ist Anspielung, Untertreibung, er ist Schwärmerei in dem Buch oder lässt sich auch als Ironie eines Wichtigtuers, nämlich Faust, verstehen, der sich aufpumpt, um die junge Frau zu verführen, wie auch immer. In einem besteht kein Zweifel. Der Vers meint das Gegenteil dessen, wie wir es heute verstehen. Das komplette Gegenteil. Und gerade ein Schriftsteller wie Goethe hat auf den Namen seinen Klang und vor allem auch, und damit kommen wir wieder zum Thema, auf die Bedeutungsschichten eines Namens, eines Familiennamens geachtet. Hof- und Familiennamen besitzen ihren Wert, ihre Aussagekraft eben nicht nur in literarischer Hinsicht, sondern gerade auch beim Blick in die Geschichte der eigenen Familie und auch in die Geschichte der Geschichte und Landeskunde unserer Region Westfalen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch ganz vielmals im Namen aller. Es war ein super Vortrag. Bravo wurde geschrieben, lehrreich. Und es gab einen ganz tiefen Einblick in unsere Familiengeschichte. Und es gab auch einen anderen Blick auf unsere Nachnamen. Das ging sehr tief und es war sehr, sehr gut. Also ich bin ganz begeistert, ich persönlich, aber die Begeisterung zeigt sich auch in den Chatbeiträgen. Und wenn Georg uns jetzt mal freischaltet, können wir auch mal, glaube ich, laut applaudieren und dass man es auch hört, dass wir klatschen können wie in einem richtigen Vortrag. Wollen wir das, kannst du mal alles vor... Ja, ich habe das soweit freigeschaltet und den Applaus nehmen wir dann noch mit in die Aufzeichnung. Also jetzt 3, 2, 1, Applaus. Das sind noch nicht alle frei, aber alle, es ist schwierig, also einen virtuellen Applaus überhaupt irgendwo hinzukriegen. Ja, aber ich denke, wenn man sich die Kommentare im Chat durchliest, also das ist schon... Unglaublich. Genau. Ja. Hervorragender Vortrag. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Da gab es natürlich auch schon Fragen dazu. Kurzweilig auch vorgetragen. Ich glaube, es macht auch was aus, wenn man ihn so frei vorträgt. Nimmt einen immer auch gefangen und das finde ich auch sehr, sehr gut. Okay. Und sehr lehrreich steht dann hier wieder. Bravo, aufschlussreich, grandios. Also ich hoffe, Sie gehen heute Abend gut ins Bett und zufrieden. Also das hört sich ein bisschen an, als ob der BVB die Fußballmeisterschaft gewonnen hat, oder? Ja, das verhoffen wir auch noch. Das kommt noch, ja. Das schneiden gut. Sie aber raus, sonst kriege ich Ärger mit meinem Chef, weil der nämlich immer behauptet, ich hätte keine Ahnung von Fußball. Ganz ehrlich,
habe ich auch nicht, aber das habe ich mitbekommen. Und weil ich in Dortmund zu Gast bin, weiß ich das natürlich doppelt und dreifach. Und ganz von ferne verfolge ich zumindest mit, was da passiert. Nein, vielen Dank für den Applaus, für die Zustimmung. Die Chat-Einträge gucke ich mir gleich an. Vielleicht noch ganz, ganz kurz zum Schluss noch. Wir haben hier diese Adresse wochenblatt.com/Hofnamen. Ich habe es eben auch nochmal kontrolliert. Wenn Sie die Seite aufrufen, finden Sie einige Literaturhinweise, auch zum Familiennamenatlas, den ich Ihnen eben genannt habe. Und dieser deutsche Familiennamenatlas hat auch eine eigene Homepage. Da können Sie Ihre eigenen Namen auch mal eingeben. Wenn Sie Glück haben, hat den schon eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler der Universität Frankfurt und Mainz, glaube ich, bearbeitet. Und da finden Sie weitere. Aber auch da immer wieder halten Sie Distanz, seien Sie skeptisch, seien Sie vorsichtig. Es gibt vielleicht sogar zwei Deutungen Ihres Namens. Also immer wieder, ich kann immer nur gemahnen nach Vorsicht, Distanz, Zurückhaltung und weiterer Recherche und auch offen bleiben vielleicht für andere Deutungen. Ich habe schon die verrücktesten Überraschungen erlebt. Zwei habe ich Ihnen. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis und das sollten wir uns alle auch dick hinter die Ohren schreiben, dass wir das auch für unsere Namensforschung, wenn wir das rausfinden wollen, auch tun. Ne? Dass wir diese Kritik und vielleicht auch noch wichtig der Hinweis, ich will das auch gerne nochmal wiederholen, wichtig der Hinweis, wenn Sie Familienforschung betreiben, dann landen Sie ja irgendwann, wenn Sie weiter in die Vergangenheit zurückgreifen, meistens enden die Kirchenbücher irgendwo im 15. Jahrhundert und dann hat man ältere Urkunden und in denen sind dann Namen genannt. Ich habe Ihnen das gesagt, das sind die Namen der Hofstätten, das sind nicht unbedingt die Namen der Familien, die da wohnen. Die Familien können wechseln. Und ich würde fast provozierend behaupten, das war in der Mehrzahl der Fälle der Fall, die Namen können wechseln. Ich habe häufig mit Landwirtschaften, unser Hof ist seit dem oder unsere Familie ist seit dem 9. Jahrhundert in Westfalen ansässig. Ja, woher weißt du das? Und dann hört es meistens im 15. Jahrhundert auf und dann hat man aber nur noch den Namen. Und das ist der Name der Hofstätte. Das ist kein Beweis für die Blutsverwandtschaft.